Hi, I'm Isaac. Na, ja, das war klar. What the heck? Gut, er spawnt keine Minimis. Das ist gut. Jetzt zeig mir dein köstliches Inneres. Danke. Bleib weg. Bleib weg. Ich bin unbekömmlich. Wenn sie nur wüssten, wie lecker ich wirklich bin. So, Munition sparen. Oh nein! Eine Horrorkiste! Er ist sowieso schon geplatzt, egal. Schieß irgendwo hin. Kommt. Ich will keine Ripper klingen! Bleib mir weg mit dem Scheiß! Bleib weg. Bleib bloß weg. Ein Job. Wie schön. Sehr schön. Ich gehe gerne shoppen. Soll ich jemandem was mitbringen? Ich habe gehört, rote Pumps sind gerade voll im Trend. Ich habe ihn verfehlt. Wo ist der hin? Stirb! Oh, sehr gut. Ein mittleres Medipack. Ja, ich habe dieses komische... Oh, die Klaue habe ich getroffen. Ich habe keine Stase mehr. Da will ich sie mal einsetzen. So, jetzt habe ich ja wieder welche. Denn wenn sie alles mal trotzdem zielt und Stase einsetzen möchte, dann halt. Ja, halt! Ja, danke. Das hat mir voll geholfen. Oh, die Stase ist anscheinend ansteckend. Komm! Ja, ich hab mich schon geheilt. Das ist ja das Traurige. Das ging voll in die Kehle. Oh je. Yeah. Okay. Sich irgendwo im Flur zu verstecken ist eine gute Idee. Dann sind wir nicht von allen Seiten angreifbar. So viel dazu. So, wir werden jetzt möglichst wenige Monster spawnen lassen. Würde ich sagen. Den Fettkloß? Okay. So, nehmen wir doch das mit. Ich hoffe, ich habe seinen Fuß erwischt. Sieht aber gut aus. Sieht gut aus. So, der bewegt sich jetzt langsam fort. Er kann uns unmöglich erreichen, wenn wir in Bewegung bleiben. So, wollen wir mal weitergehen? Vielleicht tauchen noch mehr Kreaturen auf. Der kann einem aber auch leid tun. Kann, tut er jedoch nicht. Da-da-da-da-da. Ja, die Viecher bewegen sich trotzdem. So, und raus hier! Raus! Raus!
Größte Not droht. Einfach einkaufen gehen. So. Problem gelöst. Da droppt doch gerade was. Einer. Ein Necromorpher. Ja. Zwei Necromorphe. Drei Necromorphe. Musik spielt ein. Die Dramaturgie erreicht ihren Höhepunkt. Ja, ist recht. Ist ja klar. Gebt den Viechern am besten noch eine Pistole in die Hand. Da unten steht's nochmal, das mit der Panzerung. Und so. Die Idee mit den mit dem Einkauf war aber nicht schlecht. Mit dem Harpun-Munition kaufen. Ich fand die gut. Das können wir gerne wiederholen. Das ist zwar unfair gegenüber den Behinderten, aber es funktioniert. Hoppe, Reiter. Das war eine Scheißidee. Ich dachte, er kann sich noch mit einer Klaue bewegen. Shit. Was habe ich nur getan? Ich habe ein Monster erschaffen. Und das ist auch schon. Genau. Alter. Maul. Genau. So macht das Spaß. So macht das richtig Spaß. Ein schönes Spiel. Komm, das kriegen wir schon hin. Kein Problem. Ich hatte schon mit größeren Problemen zu kämpfen. Und das nennt sich Holy Trinity. Oh shit. So, jetzt aber fix. Schnell einkaufen. Wer es nicht zugreift, ist selbst schuld. Ja, ganz toll. Ja, Detonator, kenne ich. So, und wieder raus hier. Ein neues Spielzeug. Ein altes Spielzeug. Okay, wir rennen doch nach draußen, da wir hier immer in Bewegung bleiben können. Wenn jetzt wieder alle drei angreifen, haben wir ein Problem. Shit. Ich dachte, ich würde die Fetten alle treffen. Ja, genau. Neue Waffe vielleicht kaufen? Nee.
Ja, ich weiß. Aber erstmal treffen. Vielleicht sollte ich das Benny Hill Thema einspielen. Vorspulen und das Benny Hill Thema einspielen. So, wir locken den Übergewichtigen erstmal hierher. Das ist auch so mit echten Übergewichtigen. Wenn sie zu fett sind, können sie sich nur kriechend fortbewegen. Manche von ihnen rollen einfach. Ja, komm. Ganz toll. Also, Harpunen. Gewehr, Muni. Und Heilung. Auch eine gute Idee. Shit. Gut. So, mehr von euch. Hui, da leuchtet ja was. Munition. Ich habe nur noch einen Schuss hier drin in meiner schönen Waffe. Was ist denn jetzt mit der Maus? Ich kann sie nicht mehr richtig bewegen. Was ist jetzt? Ihr seht den Kürzig. Hallo? Ich nehme mal kurz die Batterien raus. Was sagt mir nicht, die Batterien sind wieder alle. Ah. Raus mit euch! Elende Narren! Einen unpassenderen Zeitpunkt könnte es jetzt nicht geben. Ich kämpfe hier ums Überleben und die Batterien geben nach. Vielleicht auf einer anderen Oberfläche. Ja. Auf dem Blatt Papier funktioniert's. Warum nicht auf dem Stück Plastik? Auf dem Stück Plastik, ja. Okay, ich drehe den Schreibblock einfach mal um und... das funktioniert ziemlich gut. Dann werden wir genau das machen. Gut. Ja, zu empfindlich. Ich bin doch so empfindlich. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Kutschi, kutschi, ku. Das werden wir diesmal schaffen. Ich kann mich besser bewegen. Wir haben Medipacks. Wir haben genug Munition. Und anscheinend hat sich wieder ein Monster verfangen. So. Der ging frei raus. Wo sind sie? Wo sind sie? Shit. Danke. Dass ich auch immer daneben ziehe, mein Viechern. Hui, 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 hui. Was ist sie? Lasst mich doch einfach in Ruhe leben. Was habe ich euch getan? Was habe ich euch getan? Wieso habe ich plötzlich Hunger? Ei, 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 ei.
Keine Sorge, Leute. Es wird noch viel, viel schlimmer. Oh, shit. Machen wir daraus einfach eine überlange Folge. Das Ganze kam mir jetzt vor wie eine Stunde. Es waren aber wahrscheinlich nur 30 Minuten. Was für eine riesige, dampfende Scheiße. So, schauen wir mal. Shop. Was sagst du, Shop? Was war das? Natürlich! Warum auch nicht? Wir haben ja Murmeltiertag. Ich hörte ein Gitter. Ich hasse euch. Doch nichts greift an. Und die Tür ist offen. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Bis auf die ganzen Monster ist alles in Ordnung. Harpunenmunition. Ei, 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 ei.